Sehr schön. Muss ich denn hingehen? Ja, Problem gelöst. Ich war sicherer in der Lava. Also geiles Problemlöser. Übrigens wieder geiles Internet. Sollte man nicht hier rausrennen? Ja gut. Ja, aber wie stelle ich den passend auf? Dich kriege ich auch noch weg damit. Wo ist denn noch? Sind noch Knöpfe? Ah, da. Tot wieder. Kommt. Ich rutsch da mal weg.
Augen ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Und auf geht's. Rutsch rüber, ich werd fahren. Wird bestimmt lustig. Es ruckelt so hardcore, Leute. Es tut mir echt leid. So. Der Ding ist, den kann ja laufen. I ain't here for the money, I ain't here for the fame.
So, da bin ich wieder. Musste kurz was machen. So. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Immer so zuversichtlich. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Die Party geht ja schon los. Aber sag ja nicht, ich muss wieder in den Flieger fliegen. Doch. Ich hasse X-Wings. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Dell, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Eigen. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Schwilf, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dell. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Auf geht's. Ich hatte X-Wing fliegen. Und schon hat mein Schiff eine Delle. Zwei Notsignale bei Ihrer Position.
Ich soll auch danach schauen. Da ist noch einer. Hier ist Commander Eigenversio, Enternotrupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Geil, aussteigen wir aus dem Ding. Wir haben zwar eine Flugmission eigentlich. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Das nervt erstmal mehr. Und okay. Es funktioniert, Inferno-Trupp. Hm.
Gleich die Einheit komplett. Auf die Sammelzonen. Und zack. Zack. Was ist unsere Mission jetzt? Ist auch. Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Auf geht's, nächsten Top reisen. Scheiße. Ich wurde nicht besiegt, sondern ich wurde runtergeholt. Es beginnt wieder damit. Ich bin so ein schlechter Flieger. Und Wir brauchen sicheren Zugang zu einer
die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Und gelandet. Ah. Und los geht's. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Hacken! Heilung habe ich schon. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Jetzt wissen sie es aber. Zurückziehen. Die Waffe. Alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Ich habe uns den Weg freigeschossen. Weiter um. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Kein Jäger greift an. Ihre Waffen finden. Sofort. Das haben Sie nicht erwartet. Thank you.
Und weiter geht's. Direkt auf die Teils. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Detonator platziert. Komm. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nicht sie raus hier. Nee. Da reicht ja das Schiff. Vorrücken. Und wenn es unsere Schiffe jetzt Matschebrei. Wir müssen jetzt weiter, Commander. Und auf geht's. Ich glaube, es waren genug. Ich denke schon. Wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Captain Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, dass der verliert. Ich denke, Sie haben recht. Es ist nicht, ja. Es ist spät als nie. Commander, wir haben ein Problem. Gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander.
Ich hasse diesen Digga. Geil. Na gut. Rückzug. Ich liebe mein Internet. Das Bescheuerte ist nur, die Story kann ich auch nicht aufbinden, Leute. Bei Twitch sagt gerade, ich bin offline. Und ich denke, einen Krampf im Fuß. Aber OBS sagt, ich. Geil, jetzt haben wir ein Stück der Story verpasst, aber egal. Ah. Und nochmal. Und den da hinten noch. Vielen Dank.
Da ist nix. Weiß er nicht, ist es frei? Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich nehme dankend an. Wir müssen gehen, los. Raxter erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Geil. So, hey, da bin ich wieder. Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Es ist ein riesen Friedhof. Wetten wir, ich bin durch. Schwarzer Bildschirm, nix. Kein Sound. Das hört sich aber, ja. Jahrzehnte später. Obwohl, nee. Wer ist das? Das müsste ja schon Kylo Ren sein. Was ist Kylo Ren? Sag ja nicht, es geht jetzt in die letzten drei Teile rein. Gefangenen.
Natürlich geht die Story weiter. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Weiß das nicht eigentlich niemand, weil sie in R2-D2 bei Palast 9 gelesen worden ist? Davon bis jetzt immer noch keine Ahnung hat. So. Das ist mal Edge.
Als ob das so spannend ist und dass er sich so extrem verändert hat. Ich glaube, ich steck da auch noch mal den Anstecker ein, Leute, weil sonst kackt mein Internet ja komplett wieder ab. Das war eh nicht so lange, ist es in die Schulter will. Bloß habe ich gestern schon extrem viel. Ich weiß doch, wie die Story weitergeht. Ich muss mal hoch. Ah, da, jetzt war da. Wo hat Lost Attacker die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab, was ich wollte. Haben wir den nicht abgeschossen? Spar mir die Floskeln, Hask.
nicht den Held spielen. Denn du, du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, einen hat mich vielleicht verraten, aber du, denn du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Ach, super, jetzt hab ich mir das angelaufen. Einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Urrecht hat er recht. Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Teleoperation und verdoppeln. Unsere Arbeit auf Atom. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kopf. Davon gehe ich aus. Alles klar, ich habe ja 0 KBS drin. Was das oder geht's jetzt wieder weiter? Oh. Kampagne abgeschlossen, Leute. Ihr seht's. Oh. Noch eine Karriere abgeschlossen. Vor allem, wir gehen langsam die Spiele aus, Leute. Wir können jetzt King of Sea spielen, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Wir können noch ein anderes Star Wars Spiel spielen. Aber dass ich Battlefront innerhalb 2 Tage durch habe. Digga. Geil. Ich kann halt keine Online-Spiele gehen, weil meine Ausgabe jetzt schon, also beim Stream, komplett überlastet ist. Es macht keinen Sinn, sich da noch in ein Online-Spiel reinzusetzen momentan. Bei der KW. Dann habe ich halt alle geilen Spiele durch. Es gibt noch ein Spiel, mal gucken, ob ich mir das hole mit Star Wars. Das hört ziemlich sehr geil an. Ist schon etwas älter, ich glaube 2007 ist so die Startung gewesen. Aber wenn das auf Windows 10 oder 11 dann, wenn es soweit ist, wenn ich es mir hole, kurz noch nicht, weil ich warte noch ein bisschen auf die Fehlerbehebung und überhaupt, ob man noch irgendwo Fehler findet, kann ja auch was noch vorkommen. Einzeln, ich habe die Kampagne abgeschlossen. Tu ich mal kurz wirklich aufs Sprechen. Rüber. Und dann schauen wir mal gleich, was wir spielen.
So, ich hätte jetzt Star Wars Squadrons, aber ich hasse Fliegen, wie ihr festgestellt habt. Ich bin richtig schlecht im Fliegen. Was habe ich noch da? Nein, Among Us will keiner sehen. Wir könnten natürlich Among Us spielen. Einfach nur, um den nicht vorne in den Hype zu nutzen. Wäre auch irgendwo, glaube ich, lustig. Gut. Was können wir sonst spielen? Battlefield haben wir durch. Apex gibt's keine Story dazu. Minecraft können wir schnell warten. Nee, keinen Bock drauf. Ja, eigentlich macht tatsächlich nur noch King of Seas oder Among Us Sinn. Among Us wäre aber auch. Naja, ist eigentlich schon langweilig. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und wir spielen King of Seas. Würde ich sagen. Also, kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder.